Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Es war Sommer und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir jetzt im fünften Jahr in den letzten beiden Sommertagen sind. Und dann ist es durch. Also was heißt es durch? Dann ist es Sommer durch. Dann geht es auf in den Herbst. Und das Beste ist, ich glaube im letzten Part hat... Bevor wir abgespeichert haben, unsere liebevolle Molly gesagt, Schatz, ich kümmere mich heute um das Großvieh und ich denke mir so, nett. Nett, aber unnötig. Gesamtfertiger ist voll, ja. Wieso wollte ich hier 14? Was soll's? Das wird jetzt mal sortiert. Ich will nämlich wissen, was jetzt hier Sache ist. Stimmt, das Event vom letzten Mal hat irgendwie auch nicht getriggert. Ich weiß immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich bin aber auch ganz ehrlich und sage, hab jetzt auch nicht wirklich nachgeguckt. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt. Wieso dieses eine Event nicht getriggert hat. Das ist, ja, ich sollte vielleicht auch noch die Sachen gießen. Auf jeden Fall haben wir unser Ziel von 500.000 auf jeden Fall geschafft. So ein kleines Etappenziel, dass wir jetzt eine 500.000 haben. Weil... Mit der Wolle ist das kein Ding. Habe ich hier irgendwo noch ein Schaf vergessen? Stimmt, drinnen sind noch zwei Schafe. Die sind ja kurz vorm Niedergang hier. Zum Glück kann man die ja trotzdem scheren. Das macht halt die Schafe tatsächlich richtig cool. Die Tatsache, dass obwohl sie denn trächtig sind oder so, du kannst sie trotzdem einfach los. Guck mal, es gibt schon 30.000. Da machst du halt nichts bei. Was willst du da machen? Gar nichts. Der ist am Laufen. Die sind hier alle am Laufen. Die sind so richtig sportlich unterwegs, ey. Das ist der Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte nur die Kräuter. Ich habe gedacht, wir machen heute noch mal ein bisschen Mine und morgen kürzen wir einfach ab den letzten Tag, weil ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Die ganze Zeit jetzt in der Mine rumhocken, habe ich eigentlich auch nicht so wirklich immer los. Und bis wann wieder kommt, am 3. Ist halt so, da haben wir schon was, ein bisschen was eingenommen. Also wir haben ja noch von unserem letzten. Wir haben es ja nicht verkauft, weil... ich hier eigentlich wann ärgern wollte und gedacht habe, ey, der geht bestimmt ins Gasthaus, was er ja auch getan hat, aber Lou und der andere Dude waren halt nicht da und ich glaube, Lou muss halt drinne sein. Bin mir aber sehr unsicher. Einer von beiden musste auf jeden Fall von den Besitzern da sein, damit das getriggert wird. Und es waren beide nicht da. Vielleicht funktioniert es jetzt am 3. War halt blöd gelaufen, weil, keine Ahnung, die wollten irgendwie nicht zurück. Die haben sich gedacht, ich mache im Regen einen Spaziergang bis zum Teich hier hinten. Weil cool ist. Ich meine, wenn man schon nass ist, dann kann man ja auch genauso gut
Teich laufen. Da kam ja auch was runter. Also, das war ja auch nicht wenig, was da runterkam. Aber das hat die trotzdem nicht gejuckt. Die haben gesagt, wir ziehen das durch. Warum nicht? Essen. Sag mal, darf ich dir was beibringen? Es macht auch Spaß. Fisch nach Müllerin an. Ja. Ich hab keinen Fisch. Ich glaube, die Fische habe ich alle verkauft, die ich geangelt hatte. Weil ein bisschen haben wir ja mit unserem Stand, also wir haben jetzt mit unserem Stand gar nichts verdient, aber immerhin etwas. Hi. Auch sowas bestimmt. Ich bin zum Plaudern hier. Legen wir los. Ich habe jetzt auch vor, nicht mehr zu sagen, ey, das sind noch so und so viele Parts und dann ist hier Feierabend. Sondern wir sagen, ich finde, wir sollten jetzt immer sagen, gegen Ende einer Jahreszeit, ey, nur noch so und so viele Jahreszeiten, dann ist Feierabend. So, und mit dieser, da wir jetzt hier am letzten Sommer sind, im fünften Jahr, sind es so gesehen nur noch 6 Jahreszeiten. Und dann ist Feierabend. Weil dann klingt das nicht mehr nach so viel. Dass jede Jahreszeit so auch nur so seine 5 Parts hat, das ist, das lassen wir jetzt dahingestellt. Aber es sind nur noch 5 Jahreszeiten. Nee, 6. Entschuldigung. Herbst, Winter und dann nochmal die 4. Laura, ich finde es ja ganz schön, dass du mir Gesellschaft leisten willst, aber wenn du da so hockst, dann komme ich leider da nicht da ran, wo ich gebuddelt habe. Verstehst du? Seht ihr das? Da denkt sich das Spiel so, wir blockieren dich, weil wir es können. Etwas Merkwürdiges gefunden. Ich finde hier dauernd merkwürdigen Kram. Das ist ja der Witz bei der Sache. Das ist so ein merkwürdiger Kram, der mir Geld bringt. Und die anscheinend nicht von Interesse für den Archäologen hier ist. Was ich nicht verstehe, weil es sind ja trotzdem Dinge von Wert. Und ich meine, es wäre cool. Das hätte ich wirklich sehr cool gefunden. Ich weiß, dass das nicht so funktioniert, aber stellt euch mal vor, hier mit dem hätte man auch so eine Art Geschäft machen können, dass er halt diese Dinge verkauft und aus seinem Zelt irgendwann im Laufe der Jahre so ein Haus wird. Weil überlegt mal, wir sind jetzt 5 Jahre hier und die leben 5 Jahre lang schon in einem Zelt. Zu zweit. In einem Zelt. Im Winter. Also, ich weiß nicht. Das wäre ja nichts für mich. Zelten generell nicht, aber auch nicht im Winter. Oder im Sommer oder sonst generell. Die Tatsache, dass mich da irgendwas ankrabbeln kann, ist so, nee, ich will nicht. Ich mag das nicht, angekrabbelt zu werden. Ich ekel. Da krieg ich Ekel. Wartet, lass mich mal gucken. Ich wollte noch mal so ein bisschen am Rand gucken, ob da nicht noch irgendwas ist. Wenn nicht, ist es nämlich nur noch das hier so. Ist es nur noch in der Mitte. Aber das Gute ist, da die Großen jetzt gefüttert sind, dann können sie ja für den nächsten Tag, glaube ich, theoretisch drinnen bleiben.
Aber nur theoretisch. Wir könnten noch mal gucken, was die Max Müller und Art braucht. Weil ich sag's mal, so manche Sachen, die können wir ja machen. Also so manche Gerichte können wir ja trotzdem kochen, weil das gibt ja dann auch irgendwie vielleicht mal noch ein Wunder oder so oder keine Ahnung. Na? Können Tiere hier eigentlich auch Herzen verlieren? Ich glaube schon, ne? Oh, das war's tatsächlich. Also ich sehe nichts. Alles fertig. Laura buddelt halt noch fleißig weiter. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt so wieder ihre Zeit, wo sie rausgeht. Ein weiter produktiver Grabungstag, ja. Also für mich war er produktiv, weil ich habe viel Kram mitgenommen. Kater, wir müssen mal uns über deine Einstellung unterhalten. So zu wertvollen Dingen. Na du? Was haltet ihr eigentlich von Pui? Oh nein, ich habe hier noch jemanden vergessen. Wo kommst du denn her? Und wieso bist du so dreckig, Mann? Sag mal, was macht ihr? Ach, jetzt kann ich euch gießen. Oh, wie? Tino riecht nach Sonnenschein. Also Molly liebt uns abgöttisch. Ich glaube, beim nächsten Sternfest werde ich mich einfach darum bitten, halt, dass wir halt mal die Leute hochkriegen. Also, dass wir Freunde mit denen werden. Winnie mag uns auch nicht mehr so krass. Gib mal alles rein. Weiß gar nicht, was, ob wir so viel für den Winter haben, tatsächlich. 600? Ja gut, das wird auf jeden Fall für die erste 900. Okay. Auch noch. Ja, ob die bald erntereif ist, ich weiß ja nicht. Du bist auf jeden Fall noch nicht fertig. Mäh.
Ich guck mal kurz rein. Ob hier nicht nämlich nur Eier liegen. Dann können die nämlich jetzt auch schon mal rein. Eier! Überall Eier! So viele Eier! Naja, so viele sind es jetzt auch nicht. Aber es sind Eier! Und das sind Eier, die ich verkaufen kann. Wo kann ich dich jetzt? Und drin mit euch, da die Kuh anscheinend schon gefressen hat. Es ist manchmal ein bisschen schwierig abzuschätzen. Mal wieder ein goldenes Ei. Hallo? Hallo? Ich hab doch hier noch ein Ei gesehen. Ja, also das gibt heute richtig Money. Money, Money, Money. Das ist so funny. Guckt euch das an. Ja, komm. Geschenkt. So, jetzt will ich ganz kurz noch gucken. Sortieren. Nee, Info. Bis Herbst. Herbst bis Frühling. Okay. Sommer bis Winter. Die kann ich auf jeden Fall. Herbst. 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 Die Kartoffeln auch nur im Herbst. Tumabeere, Frühling bis Herbst. Milobeere, Herbst bis Frühling. Winter bis Sommer. Süßtoffel kann ich also vergessen. Stegmate kann. Du nicht. Und du auch nicht. Mimikma nicht. Winnie nicht. Baumherz auch nicht. Und Skinner auch nicht. Wieso habe ich den Skinner nicht eingepflanzt? Egal. Wir werden es noch hinterher kriegen. Ach ja, mein Viehfutter. Stimmt, da war ja was. Ich habe ja Viehfutter bestellt. Da war ja was. Wieso hast du denn schon gefressen, sag mal? Ihr habt, ne? Das Ding hat jetzt auch gefressen. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso frisst ihr denn nicht früh morgens? Hier, komm, geh weg. Schieb dich. Ihr habt alle, ne? Ich meine, warum hat das denn nicht draußen gefressen? Wäre doch viel besser gewesen. Ich glaube zwar nicht, dass ich den einen jetzt noch gießen muss, weil... War klar. Aber die Tiere sind gefüttert, die Tiere sind fertig. Falls es morgen regnen sollte. Also, ich wollte gerade in die Küche. Lass mich mal rum. Das ist bestimmt ein Hauptgericht. Kann ich tatsächlich herstellen? Oh, ich habe dann keinen Fisch mehr. Egal, kann man aber im Prinzip für den Herbst gebrauchen. Wenn mir da die Energie ausgeht. Oh, die zwei. Alles in Ordnung, Pipo? Mein Leben ist jetzt so viel besser als in der Stadt. Ist Bubi auch schon wach? Bubi ist auch schon wach. Hey, Maike!
Gibt es denn hier gar nichts, was Spaß macht? Ich könnte dir einen Teddybären besorgen. Dauert nur ein bisschen. Was hat er jetzt? Was sagt das Wetter? Nö, ist nur wolkenbehangen. Ist also nicht regnen. Nicht regnen. Wir fehlen noch. Wo war jetzt meine Ziege? Ach da. Dass die immer so blaken. Jetzt blaken die mich immer schon an. Jetzt ist das doch schon wieder nass. Nee. Es ist gar nicht, aber ich kann es. Ernten. Ich kann es ernten. Wir sind nämlich jetzt auch soweit. Was hast du denn hier? Ich hab doch gestern alles geholt. Wow, wie lecker! Du hast 50 verschiedene Gerichte gekocht. Sehr gut. Drei. Warte mal. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Jetzt werde ich aber auch schon nervös hier. Ich glaube, ich konnte 2, ne? Ja, nur eine. Ach, voll das Ding. Kurz in meinem super, super tollen Regal Kühlschrank gucken. Was ist das, die Steklone? Das sieht nicht so aus, als könnte ich davon was nehmen. Als hätte ich davon schon was. Mehr Milch haben wir eigentlich, ne? Die Ziegenmilch kommt noch mit rein. Miau. Frage ist, was machen wir, ne? Ach, die Blümchen sind auch wieder fertig. Kann ich theoretisch nochmal dieses Putzspiel spielen? Ich glaube nicht, der geht jetzt schon wieder. Der ist da sehr praktikabel. Immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Laternenblume. Ich habe ja aber gesagt, wir gehen jetzt einfach in die Stadt, weil ich wüsste sonst nichts, was ich noch so groß machen sollte. Und wir sind in 6 Stunden unterwegs, dann sind es 14 Uhr. Ja, vielleicht treffen wir den Pool hier vorne. Sagen wir mal so 14, 15 Uhr. Zur Abwechslung gehen wir mal.
Na, es hat nicht geregnet, Gott sei Dank. Ja, der sitzt gar nicht auf der Brücke. Der steht auch einfach da wegen bestellt und nicht abgeholt. Lockenkraut. Gehen wir mal unser Gericht holen. Aber 50 Gerichte. Waren 50 Gerichte jetzt? Ich weiß es nicht. Aber war doch schon mal ganz gut. Will dir was verraten? Was? Bebop? Hat er uns jetzt ein Gericht für Bebop gegeben? Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist das wieder so irgendwas so, ja, du brauchst dafür das und das und das und das. Läuft heute ab. Ja. Wir werden auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass es zum Herbst hin funktioniert. So, dann gucken wir mal, was wir kochen könnten. Dann können die Tiere nämlich noch ein bisschen draußen bleiben. Was ist hier? Und wir haben die 500.000! Dann könnte man ja gucken, ob man im Herbst vielleicht auf 750.000 kommt. Oder? Lasst mich überlegen. Könnte man das hinbekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich dürfte halt nichts anderes mehr kaufen. Könnte man das schaffen? Die geben, glaube ich, alle 3 Tage, ne? Die Schafe. Das wären 1, 2, 3. Das heißt, die müssten im Herbst mindestens 2-mal kriegen. Das sind 60.000. Ne. Die 750 werden wir nicht schaffen. Ich wollte kochen. Ich gehe wieder davon aus, dass das wieder ein Hauptgericht. Da. Karotte. Und ein Wurzelgemüse. Ich möchte ganz gern hier die Sachen sortieren. Ich mag das nicht, wenn da eine Lücke ist. Bin ich ehrlich. Nee, das schaffen wir nicht. Hier sortieren wir nochmal. Du kommst rüber. Du nicht. Hallo. Du kommst rüber. Du auch. Ihr natürlich auch. Du auch.
Warte. Du nicht. Winter bis Dings. Das hätte ich jetzt beinahe. Ah, nein. Warum mache ich das denn jetzt da drüber? Frühling bis Herbst, du darfst. Frühling bis Sommer, Frühling bis Sommer. Frühling? Was warst du? Du warst nur Winter. Du warst nur Winter. Und Skinner war nur Frühling bis Sommer. Dann haben wir doch eigentlich schon einiges zu machen. Und dann ist ja noch hier. Muss ja noch alles. Die müssen ja noch rüber geschickt werden. Dann kommt der hier auch noch. Melone. Nee, die Melone nicht, aber die Melone wird ja bald fertig. Die Melone wird ja bald fertig. Das wäre eigentlich schon krass, wenn wir bis zum Ende des sechsten Jahres, wenn wir es irgendwie noch schaffen, trotzdem noch diesen Teddybären zu holen. Obwohl ich glaube, dass das nichts bringt mehr, weil unser Sohn einfach dafür zu alt ist. Das wäre schon nice, ne? Das sollten wir doch öfters nochmal in die in die Mine gehen und da, auch wenn das mir nicht so viel bringt, aber die Goldgegenstände bringen halt was. Wir wissen auch nicht, wie viel der Teddybär bringt. Ich würde ja auch sagen, hier die Ziege und die Kuh verkaufen und auch nochmal durch Schafe ersetzen. Dann hätte ich im Prinzip 15 Schafe. Die bringen halt schon mehr Geld, ne? Aber ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Bis ich der nächste Part aufgenommen hat, ist der Part auf jeden Fall oben. Ach, meint ihr, wir könnten das schaffen, diese 500.000 noch zu kriegen? So, du kommst jetzt mal kurz raus. Ich mache aus dir Käse oder sowas. Es bringt halt was. Es bringt halt minimal was. Aber manchmal ist es genau das, was denn im Prinzip... Ich hätte jetzt für die 4 Milch 600 bekommen. Weil ja eine Milch 150 gibt. Ne, und das hat sich jetzt schon gesteigert. Mir fehlt halt jetzt nur noch die Mayonnaise-Maschine. Oh, wenn es morgen regnen würde, ne? Das wäre mega. Gut, wir gehen jetzt schlafen. Wovon träumt er? Der träumt diesmal von Nina. Der hat beide Male von Nina geträumt. Und dann speichern wir ab. Tagebuch. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Es sind nun noch 6 Jahreszeiten, Leute. Dann ist das Spiel vorbei. Dann machen wir noch den ersten Part vom Frühling Jahr 7 und gucken, wie es denn weitergeht und wie das denn ist. Spielt man mit dem Sohn weiter oder mit der Tochter oder keine Ahnung. Aber ja, das werden wir dann alles sehen. Aber es sind nur noch 6 Jahreszeiten. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen und bye bye.